In chronologischer Reihenfolge öffnen wir jeder für sich 24 Päckchen der uns bekannten Yu-Gi-Oh! Sets und bauen uns, angelehnt an die Traditional Bandlist, ein Deck. Wir spielen Best of 3 mit Siding, der Verlierer bekommt 1 und der Sieger hält 3 Booster des zu der Zeit aktuellen Tournament Packs und darf das Millenniumsrad drehen. Vollkommen verrückt. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das die Mazat Progression Series. Und unser heutiges Set ist Magic Ruler. Magic Ruler erschien im Jahr 2002 und brachte einige mächtige Zauberkarten ins Spiel. Scheinbar wollten die Leute bei Konami, dass man ohne Hände spielt. Weshalb sollte man sonst solch mächtige Karten wie Confiscation, The Forceful Sentry oder das Danger Duo, Delinquent Duo ins Spiel bringen? Am Ende jeder Generation gibt es ein Community-Turnier mit Stream. Klingt cool? Dann lass uns gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen, und aktivier die Glocke. Los geht's. 2 Men. 24 Booster. Best of 3. Ein Sieger. So, Nedim. Da wir wissen, dass du ja in der letzten Folge so... also ausgeglichen verloren hast. Ich will ja nicht zu doll auf den Kack hauen. Die erste Klatsche, die war schon, die war eindeutiger. Diesmal hattest du, du hattest Kuribo. Ja, und ich, und ich hatte keinen Kuribo im Kopf. Ne? Und deswegen hast du ein bisschen besser verloren. So. Ja. Da hoffen wir mal für dich. Ja, also was heißt, ich hoffe nicht für dich, dass ich hier jetzt was Krasses erdrehe. Ey, ich komme jetzt dreimal auf den Tisch, dass du extra was Falsches wirst. Ja, mach mal. So, let's go. Let's fucking go! Drücken und stopp. Oh, was wird da kommen? Please. Release Ticket. Du darfst eine gebannte Karte wieder entbannen. Okay. Haben wir denn da eine? Nee. Spätestens in der nächsten Folge, falls du nochmal verlieren sollte. Ja, stimmt. Nach dreimal lose kriegst du ja automatisch ein Bannticket und dann kannst du dich darauf einstellen, dass dieses Release-Ticket, du kommst aus dem Gefängnis frei, direkt darauf geiern wird. Mein Freund. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich einfach nächster gewinne und dann bekomme ich einfach ein Bannticket, dann musst du dann ein Release-Ticket für dieses Bannticket ausgeben. Na, in diesem Sinne haben wir jetzt aber auf jeden Fall du wieder ein Tournament-Booster, ich drei Tournament-Booster und wie wir die jetzt aufmachen, naja, denn das seht ihr jetzt. Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Und wie ihr es bestimmt in der letzten Folge mitbekommen habt, wenn nicht, guckt es euch nochmal an. Habe ich mal wieder gewonnen. Gönnerhaft, wie ich bin. Genieße ich jetzt das Öffnen von 3 Tournament Packs. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Axträuber oder vielleicht den 1850er kriegen. Also, let's go. Wir machen auf. Praise. Zweimal Müll. Okay. Einmal nothing quasi. Ist nicht schlimm. Habe ich schon mit gerechnet. Damit gehen wir dann zu den richtigen Boostern über. Die machen auch mehr Spaß. Hi und ja, ich weiß. Knappes Duell letztes Mal. Aber er hatte fucking Überläufer und 3 Jirai-Gumos. Ja? Dagegen kann ich nichts machen. Aber was wir machen können ist, hier was Vernünftiges pullen, ne? So ein Tournament-Pack, komm! Wir sehen uns beim richtigen Opening. Magic Ruler. Ja, was erwartet uns in dem Set? Wir haben das Classic, das Signature-Monster, das ist das Opfer. Ritualzauber und Ritualmonster sind gang und gäbe. Wir haben Chain Energy. Die wird wahrscheinlich die beiden Decks, die wir spielen werden, dominieren. Und wir haben so richtig krassen Scheiß drin wie Snatch Steel und Delinquent Duo. Und wir hoffen natürlich, dass wir die ziehen. Ja. Wollen wir mal schauen? Ich denke schon, oder? Let's go. Fangen wir an. Ja, das ist okay. 1800er Dark Zebra und ein Horn of Light. Ausrüstungszauberkarten ist auch so ein Ding hier in dem Set. Und dann wollen wir mal. Komm. Wir flippen mal. Karten. Oh, Rare. Horn of Unicorn ist gar nicht mal so schlecht. Tailored Fickle auch.
Ja, gucken wir mal, ne? Es sind ja noch 23 Packs. Mal gucken, was wir so bekommen. Oh, ja. Black Pennant, das schwarze Amulett. Sehr gut. 500 Push, wenn es kaputt geht. Burn-Schaden beim Gegner 500. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Keine ewige Ruhe mehr. Grüße gehen raus. Ewige Ruhe zerstört Ausrüstungszauberkarten. Kann auch eine wichtige Keyspell werden. Schauen wir mal, ob die so wichtig wird. Dann, wenn wir alle offen haben. Mann, Send Your Thousand Hands ist geil. Ja, kann man sich nicht beschweren. Senju. Senju ist okay. So, Pack Nummer 5 und Rush Recklessly. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist auch lustig, aber wir gehen mal weiter. Rush Recklessly ist ganz okay, würde ich sagen. Verhätschler heißt er, glaube ich, ne? 700 ATK Push. Nehme ich. Shining Angel nehme ich auch. Ist vielleicht auch in dem Set vielleicht noch nicht so gut. Später wird er aber relevant. Und das ist wie so ein, ja, wie so eine Hexe vom Schwarzen Wald. Wir brauchen den dann. Safe. Oh Gott, Black Illusion Ritual. Oh Gott, aber Upstart Goblin, Hauptsache, aber Black Illusion Ritual. Oh mein Gott. Next. Ja, mystische Tomate. Wunderbar, nehme ich. Erste Chain Energie, die ist wichtig. Die brauchen wir dreimal mindestens. Ist aber auch eine Common. Sollte also klappen. Schon irgendwas Gutes, gib mir jetzt mal MST. Der nice. Komm, MST. Spellbinding Circle ist nicht schlecht. Ja, kann man sich überlegen. Shining Angel nochmal. Den nochmal zu haben, ist jetzt nicht schlecht. Giant Rats, nice. Ja, Malevolent Nuzzle auch. Nicht so viele Recruiter leider. Noch ein Sancho. Also, den brauchen wir nun nicht so oft, ehrlich gesagt. Next. Mother Grizzly auch, ja. War fuck. Ist gar nicht mal so gut. Boah, Mahavailo. Na, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mystische Tomate nochmal. Mahavailo ist natürlich Powerhouse. Ne? Wenn wir den rauskriegen, mit Equip-Spells vollpumpen, dann liegt der erstmal da. Und dann ist der an sich schon eine ziemliche Ansage. Ja, und wann hat man denn mal, ehrlich gesagt, kein Equip-Spell in den Formaten hier? Also, wenn wir vielleicht noch das Horn vom, das ist Einhorn ziehen da und vielleicht noch eine, oh, so eine Axt der Verzweiflung, das wäre, wow, das wäre schon sehr fesch. Flip, und was bekommen wir? Noch ein Mangel. Ich krieg's kotzen. Noch ein Upstart, wow. Noch ein Mahavailo, alles klar. Okay. Stark. Kettenenergie nochmal. Ansturm, richtig gut. Damit können wir auch was machen. Nochmal so ein bisschen mehr Fallen quasi für den Gegner setzen, indem wir sagen: Hahaha, ich habe ja hier noch so einen Push. Aber zweimal Mahavailo ist stark. Boah, das ist eine ziemliche Ansage. Aber da brauchen wir halt auch irgendwas, was wir dem geben können. Ja, mal schauen. Noch ein Set. Painful Choice. Ich habe überlegt gehabt zu rerollen. Was gibt es denn hier so Gutes? So, wir haben Snatch Seal. Das hätte ich gerne. Wir haben Painful Choice haben wir ja. Ja, wir brauchen noch. Diese anderen Ultra Rest glaube ich gar nicht mehr so gut. Ich glaube, da ist noch MST dabei, aber wir gucken mal. Wir haben noch ein bisschen. Komm, nächsten Packs werden glücklich. Komm. Also mit Secrets habe ich es echt in dem Format. Was soll denn das? Ja, Blue Eyes Toon Dragon. Schön. Schön, dass du auch da bist. Aber ich kann leider überhaupt nichts mit dir anfangen, weil ich kann dich nicht spielen. Noch eine Tomate? Oder was ist das, so erste Tomate? Weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen. Ja, Uwe Turtle ist gut. Kann man was mitmachen. Der Rest ist. Nächste Karten, komm! Oh Gott, nicht noch ein Mangaruran! Okay, bleib ruhig. Wir gehen, es wird langsam besser. Komm, vier Packs, vier Ultra Rares, ich bin zufrieden. Cyberjaw. Ne. Let's go! Eine Giant Red? Okay, ja, nehme ich. Toll, nehme ich auch. Der Liquid, du. Zucker!
Richtig gut. Damit haben wir quasi schon, also alles, was wir aus dem Set haben wollten, haben wir schon. Kettenenergie haben wir noch, Delugin Duo, Kettenenergie haben wir jetzt dreimal, Delugin Duo haben wir, wir haben zweimal Mahavailo gezogen. Ja, ich kann mich nicht beschweren, so. Und es ist ja gerade mal ein bisschen über die Hälfte, da kommt ja also noch was. So, wenn das nicht jetzt noch dreimal der Tundrache ist, dann wäre ich schon sehr glücklich. Noch ein Senju? Nee. Komm, ja, noch zwei Packs übrig. Wenn das jetzt nichts wird, dann reroll ich. Wenn ich kein Snatch sehe, wo komme, oder ein MST, dann reroll ich. Noch ein Mangelrührer, fuck off. Einmal nix. Noch eine mystische Tomate. Also, wenn so weitergeht, haben wir einen Salat. Und jetzt. Gott. Und Le Flip. Was hat da wieder ein Lack? Was hängt da voll? Alter, Snatch-Stil und Delikatur. Das wird schön. Oh, das wird schön. Ich hoffe, der zieht nicht so gut wie ich. Da hast du ja richtig reingesackt. Aber er hat auch viel, was gegen Zauber und so gut ist. Also er kann ja was tun dagegen. Aber zweimal klauen ist schon. Zweimal klauen ist schon gut. Letztes Pack. Nichts Besonderes. Weißt du was, das reroll ich. Bis gleich. Das wird gerollt. I won't keep that. It's time to roll. So, jetzt sind wir wieder da und ich guck mal, was wir hier bekommen. Ich muss das rerollen. Das ist der absolute Müll gewesen, was wir hatten. So, erstes Pack. Ja, Shining Angel ist ganz okay. Und Upstart. Ja, was macht das denn? Eternal Rest. Throw equipped. All monsters with equipped cards. Matze nutzt doch Equip Cards. Das könnte man gebrauchen, ja? Im Side-Deck vielleicht. Ich nehme alles zurück. Wir haben eine Toon World. Alter. Wir können theoretisch Toons spielen. Das wäre ja witzig. Das wäre ja richtig witzig. Und wir haben noch einen Ansturm, das ist auch gut. Dunkles Thema haben wir nochmal. Ich glaube, wir müssen da was mitbauen. Das wäre schon traurig, wenn wir das nicht machen, oder? Rein für einen Fluff. Was meint ihr? Ich glaube. So, mal sehen, was wir bekommen. Dark Zebra ist gar nicht mal so schlecht. Bin ich mal gespannt. Stitch Steel und Cyberjar! Yeah, man! Nice! Das wird so geldet. Come on, was bekommen wir noch? Oh mein Gott! So, mal gucken. Hier, nächstes Pack. Kommt schon was Gutes. Mystic Tomato und eine Secret Rare. Nee. Gib uns noch mal was. Ich bräuchte mal irgendwie noch ein bisschen Equip Spells. So viel habe ich nämlich davon gar nicht. Das wäre gut. Aber nee, wir haben dreimal Ameba. Ja, vielen Dank. Da habe ich drauf gewartet. Was haben wir denn hier? Noch eine Mystic Tomato. Oh, mein Spellbinding Circle gleich wieder. Das ist nice. Perfekt. Was natürlich geil wäre, wenn wir den Painful Choice wieder bekommen würden. Das wäre schön. Meinst du nicht Pack Opener? Das letzte werden wir wieder aufklicken. Ne? Ihr wisst es. Fangen wir an. Crab. Ganz großer Crab. Metall Crab. Vogel Crab. Crabby Crab. Kappa Crab. Feuerkraken Crab. Der vierte Ameba. Really? Okay. Das Opfer. Jawohl. Haben wir denn die Spell dafür? Weiß ich gar nicht. Noch ein Nimble Momonga. Spears Cretin. Cretin heißt das, ja. Das könnte man spielen. Wenn ich mehr davon habe, können wir immer so einen lustigen Flip-Effekt machen. Wenn er auf den Friedhof geht, dann kommt der nächste nämlich wieder. Und das ist immer wieder so. Das ist halt kein Once Per Turn. Noch ein Upstart Goblin ist auch nicht schlecht. Horn of the Unicorn. Keine schlechte Equip-Spell-Karte. Mystic Tomato. Noch einen. Haben wir jetzt drei? Das wäre nice. Ja, ich glaube, das wäre nice. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir noch eine Super Rare namens Painful Choice. Okay, was flippen wir denn hier auf? Delinquent Duo! Horn of the Unit! Scheiß auf Horn! Delinquent Duo! Nice! Komm, noch ein Confiscation. Dann haben wir alles. Komm, Confiscation. Noch ein Giant Red. Nehme ich.
Cyberjar, nice, nice. Gib mir eben was Gutes. Mother Grizzly, nehme ich. Gib mir was Besseres. Zwei Duo! Oh mein Gott! Boah, Mats, du tust mir so leid. Du tust mir so leid. Du tust mir so leid. Next Pack, Alter. Next, Final Pack, komm. Ich schneide das hier gar nicht so. Ich Final Pack, komm. Oh mein Gott! Save the Collection. Ich gehe jetzt sofort ins Deckbuilding. Bis gleich. Das wär's jetzt gewesen, ey. Wenn wir da die Spells gezogen hätten. Schade. Haben wir nicht bekommen. Aber das Opfer zu haben, ist nicht schlecht. Schauen wir erstmal in den Deckbau und dann gucken wir mal, womit wir dann am Ende gegangen sind. Snap! Ja, Leute, das ist jetzt das Deck. Wie ihr seht, wir haben aus dem letzten Deck sehr viel übernommen. Wir haben die Clowns wieder mit drin, wir haben Jiragumo mit drin, wir haben den Magical Head mit drin, wir haben den Samscale mit drin, den 7 Fabian Fisch und den Robin Goblin plus unser 7 Werkzeuge des Banditen, natürlich Spalt, weil immer noch eine sehr gute Removal und wir spielen so ein bisschen um Havailo drumherum. Das wird unser Bieter sein in der Hoffnung, dass der mal rauskommt und ordentlich zukloppt. Ansonsten möchten wir den Gegner natürlich ausbremsen. Das erlaubt uns die Board Control, die wir haben, über die mystische Tomate und den Shining Angel, der uns das ermöglicht. Wir haben natürlich mit Deliquent Duo richtig Saft, sollten wir damit tatsächlich mal anfangen können. Ja, und wir haben so ein bisschen ja, reaktives Zeug, also den Ansturm haben wir zum Beispiel drin, wo er mal reinrennen kann. Ansonsten wäre noch relevant zu sagen, wir haben ein bisschen Side-Deck gebaut. Und zwar haben wir einmal Tailor of the Fickle. Damit können wir uns Equip-Sachen beim Gegner umlegen, was auch gar nicht schlecht ist, falls wir merken, dass er selber sehr viel davon spielt. Und wenn wir das merken, dann haben wir natürlich auch schon fast wie angekündigt die ewige Ruhe mit drin. Die ist top, das ist unser Board-Clear 9 plus Ultra. Warum ist da eine Hanne-Hanne mit drin? Und warum ist nur eine Hanne-Hanne mit drin? Den haben wir beim Deckbau wirklich lange considered, ob der mit drin bleibt oder ob ich den rausnehme oder. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt. Einmal kommt er mit ins Side. So als Glücksbringer, falls wir ihn wirklich brauchen, ist er da. Ansonsten fliegt er wahrscheinlich demnächst irgendwann mal raus, weil es dann auch bessere Karten gibt dafür. Ja, und jetzt darf ich gleich gegen ihn spielen und hoffe natürlich das Beste. In diesem Sinne. Das ist, Leute, mein Deck. Ja, Mann. Wir haben hier richtig geile Karten. Und zwar fangen wir an mit Cyberjar. Denn er ist ein Feldnuke und erlaubt uns, Level Stufe 4 oder niedriger Monster zu setzen oder zu beschwören. Da wir einige Tage von Dark Zebra in großer Beta, sondern er nicht allein auf dem Feld ist. Und das kriegen wir sicherlich hin. Denn wir haben eine eklige Spinne Jiraikumo, die neben ihm stehen wird. Kuribo, weil er mir einmal das eigentlich streng um den Arsch gerettet hat. Magician of Fate für unsere nun Power Spells, einige, bis auf Port of Greed. Drei Recruiter, Mystic Tomato als Recruiter für Sangan und Witch. Shining Angel für sich selbst und den White Magical Head. Sangan und sie sind ja selbsterklärend. Drei Seven Colored Fish. Change of Heart, Double Delinquent Duo. Fissure. Heavy Storm. Malevolent Laser, MST, Paralyzing Potion, falls ihr mal ein Monster, dann können wir das mal eben schnell clearen. Shield and Sword, das ist basically, um über seine großen Beater rüberzukommen. Snatch Steel, um seine großen Beater zu nehmen. Forceful Sentry, um seine großen Beater aus der Hand zu nehmen. Drei Upstart Goblin, Horn of Heaven, Mirror Force, Robin Goblin und Spellbinding Circle. Und hier im Side-Deck haben wir dreimal Block Attack. Eternal Rest, falls er wieder eine
Equip-Spell-Strategie spielt. Trap, Removal, irgendwann wird die sicherlich gut, vor allem wenn er hier Spellbinding Circle hat, aber wir haben genug. Stop Defense, Tail of the Fickle, dann können wir dann das Target switchen und hier natürlich Hamburger Recipe und Hamburger. Ich komme jetzt für dich, Matze. Mach dich bereit. So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen wieder hoch an Nedim. Nedim, sag mal, hast du heute mal vor, vielleicht auch mal zu... Warte, wie heißt das? Du kennst das nicht, aber Gewinn. Ja, du kennst ja. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen, ne? Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir im Metal Raider richtig Banane gespielt haben? Wieso? Wir haben doch den Clown so gespielt, dass wenn der angegriffen wird, dass der sich in Angriff dreht und dann was hochschießt. Nee, das habe ich nur mit Dings gemacht. Nur mit Stop Defense. Bist du dir da wirklich sicher? Ich weiß, dass einmal per Stop Defense, aber das war richtig. Aber wenn du ihn nochmal angreifst, geht das nicht, hast recht. Haben wir aber gemacht. War ziemlich dämlich. Ja, das heißt, ich habe einfach gewonnen, ne? Also letzte Runde. Denkst du das wirklich, dass du gewonnen hättest, wenn dieser Effekt normal resolved wäre? Ja, ich hätte ganz viel mehr Feld Advantage gehabt. Ja, ja. In Game 3, wo nur drei Jirai-Gumus auf dem Feld waren und nichts anderes. Du kannst mal kurz erzählen, wie man Field Advantage buchstabiert. Das ist eh drin irgendwo. Okay, lass ich durchgehen. Ich wünsche dir viel Glück, lass anfangen, wa? Ja, lass anfangen. Alles klar. Oh, Alter, ich darf mal anfangen, ey, was ist denn hier los? Ja, mach das mal. Nee, bestimmt nicht. Gegen dich nicht. Boy. Oh! Der ultimative Saft, Alter! Soll ich dir mal was sagen? Guck mal hier. Ja? Was willst du abwerfen? Also mach mal erstmal Würfel. Warte. Nochmal. Come on. 5. Welche Idee? Das ist ein guter Wisch, meine Dark Zebra. Oh. Jetzt muss ich eins abwerfen, ne? Das ist korrekt, ja. Das ist ein starker Start. Ich hab gehofft, aber dass das passiert, wusste ich. Und weißt du, was noch ist? Ja. Ich zieh mal 2. Okay. Richtig gut. So, pass auf, jetzt geht's ab hier. Ja. Jetzt geht es los. Ich rate. Das lassen wir mal so, das tun wir, das brauchen wir nicht, End of Turn. So, Cyber, okay, Zeugnis. Wow. Standby, Main, okay? Ist okay. MSP? Ja. Oh, der robbende Goblin, Alter. Hast du schon MST gezogen, ja? Ist natürlich auch Saft. Ja, Normal Summon Tomato? Ja, ist fein. 11 Hustler? Ja, ist auch fein. 700, weil mehr hat er, ist jetzt für 2-1. Jetzt liegt da wahrscheinlich irgendwas Dummes. Hello there. Ja? So, to grave. Dann darf ich Spezialbeschaffe hören. Ja. Wie war's? Lichtmonster, ne? Lichtmonster mit 1000 oder weniger, ja. Auch das ist ziemlich in Ordnung. Okay. Zack. Mainphase 2. Spalt. Auch das ist okay. Nach so. Ja. Zack. So, my friend. Wie viel hat er jetzt? 700, 2100, ne? Ja. Okay. Kommt der Guru namens Jirai? So. Ja. Ich sag mal Kopf. Ja. Ah! Ja, ist okay. Ja, halt. Ja. 3500, ne? Ja. Ja, den Rinder. Rinde die Tomate. Perfekt, Tomate. Jawohl. Effekt mit Level und Nasla mache ich nicht. Nee, mach mal. Nee. Doch, komm. Komm, los. Hol mir mal noch eine Tomate hier. Okay, darf ich oder bist du fertig? Ah, weiß ich noch nicht. Ja, jetzt. Draw. Dann machen wir das hier. Ja. Purplizing Potion. Darf ich nicht mehr angreifen, ne? Nee. Okay. Das drehe ich da mal in. Möchtest du nicht die Tomate in Jiregumo reinrennen lassen? Also das verstehe ich jetzt nicht. Nee. Das ist ja richtiges Missplay von deiner Seite. Also. Na gut.
Dann müssen wir mal gucken. Wie machen wir das jetzt? Ach stimmt, jetzt müssen wir mal einen Lebenspunkt abziehen. Was musst du nachziehen? Muss einen Lebenspunkt abziehen. Ach so, wegen dem Jiragumo-Angriff. Ja. Genau, das stimmt. So, dann einmal Set. Ja. Ja, angreifen darf ich nicht. Ja. Ende mit dem Turn. Abstart. Boah, 1000 Lebenspunkte. Das ist natürlich gut. Ja. Grave. Ja. Spalt. Mhm, geht Jiragumo. Ja. So, warte. Battleface. Ja. Angriff hier. Flip. Ja. Was holt. Oh. Natürlich den Pot. To Grave. Abkauf. Ach, guck mal hier. Schöner Pot. Draff. Draff. To Grave. Match to Grave. Dueling Book will heute nicht so. Ich glaube auch nicht. Wir spielen zu schnell, glaube ich, für Dueling Book. Glaube ich auch. Okay. Ich überlege euch einfach, diese auch absichtlich verlieren den Popband. Du weißt, dass ich das Freiband-Ticket habe. Ja, und? Muss dann auch, muss dann Dings. Da musst du hier Ressourcen ausgeben, ja? Oh, da bin ich auch traurig. Also, du kannst natürlich. Ja, nee, das machen wir so. Pass auf. Le Clown. Ja. Und gucke ja. Mal. Das kann ich auch. Hör mal, frech. So, und jetzt hat er mehr. Das reicht ja schon. So, Rinder. Ja, Rinder in die Tomate. Komm ich 650? Das ist rechnerisch absolut korrekt. Und dann ist dein Zug. Let's go. Oha. Da kann natürlich jetzt die Spielkraft liegen, ne? Er hat sie ja, das Ass. Na, pass auf, dann machen wir das ganz safe. Ja? Battleface. Nehme ich. Weil ich auch gerade im Lebenspunktzustand bin, dann kann ich dich vernichten. Ja, natürlich. Natürlich. Mache mal. Ja. Endface. Aha, das ist gut. So, dann. Nomi Summon Magical Whitehead. Der bekommt auch nochmal ein Nuzzler. Ja. Battleface, erst mit dem Whitehead. Werf ich ab. Machst kein Battle Damage. Jawohl. Aber für den kompletten Turn nicht, ne? Ja, nee, nur für den Angriff. Achso, okay. Und dann Clown. Ja. End of turn. Komm. Upstart. Aha, warte. 1000 Lebenspunkte dazu. Jawohl. Sette. So. Okay. Du hast noch 3000, noch was. Das heißt, 100, ja. Aktuell habe ich noch letal, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Battleface. Attack. 1,7 nehme ich. Attack. Chaine darauf. Auf ihn. Okay, Bankreis, jawohl. Ja. End of turn. Draw. Set go, fuck. Okay. Gucken wir mal noch ganz kurz, was wir ja noch was machen können. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendein 2000er liegt, der mir gegebenenfalls auf den Sack geht? Sehr hoch eigentlich, ne? Ich habe aber auch relativ viele Lebenspunkte. Pass mal auf. Flip mal den Magician of Fame. Der geht ja dann in ATK, ne? So, pass auf. Ja. Dann darf ich den Pot. Den lasse ich einfach liegen, ja? Ist das okay ja. für dich? Ja, ist okay. Eins, zwei. Ja, das können wir. Damit kann ich leben. Ja. Dann nehmen wir mal den. Oder das würde eigentlich auch schon. Das würde mehr als ausreichen. Ja. Wir machen es erstmal so. Wir spielen einmal hier Tomato. Das ist auch frech, finde ich. Tomato, Tomato. Und die Tomato kriegt noch ein Stimpack. Frech. Bin ich noch frecher. Und dann mit der Tomate in dein Monster. Matze. Ja. Cyberdose. Es war so klar. Es war doch so klar. So, Turnplayer zuerst, ne? Dann bist du zuerst. Ja, warte, erstmal schmeiße ich alles in Graveyard, ja? Ich mache einmal. Der Effekt der Tomate kommt ja dann danach. Nicht, ne? Nicht, gar nicht. Tomate muss durch Kampf zerstört werden.
Ach so, Entschuldigung, ja, da hast du natürlich recht. So, to grave. Aber die Dinger könnte ich mir wiederholen, ne? Wann kommt der? 500, erster Resolve Cyberjar und danach kommt der Monster. Genau, so. Warte, / Banish 5. Oh ja. Warte, bevor du irgendwas machst. Ja, okay, dann mach ich das jetzt auch. / Banish 5. Ja, warte. Mhm. Drei Monster, zwei Zauber und bei mir waren es auch so, ne? Ne, vier Monster, ja. Ein Zauber. Okay, dann gehen die jetzt erstmal wieder auf die Hand. Ja, und dann sollen wir die Spezialisten. Und dann werden die gespecialt, genau. So. Okay, jetzt langsam rechts, ja, aber ich will jetzt auch mal klicken hier. So, to hands, to hand. Wie ist denn das, die Battleface wird durch die Cyberdose, wird die beendet? Nee, ne? Nee. Cut to the hand, if you bless the five, nö, ja. Dann hoffe ich für dich, dass du da was hast. Warte mal, was hatte ich noch? Ich hatte zweimal Fisch, ne? Zweimal Fisch, du hattest den Engel. Kraftclown. Und den Crestclown, genau. Ja. So. Genau. Zack. Okay, und dann tauschen. Crash? Würde ich abtauschen. Okay, dann gehen die beiden weg. Jawohl. Warte. To Grave. To Grave. Ja. Main Phase 2. War ich ein bisschen pennt. Egal. Passt schon. Ja. End of Turn. Draw? Yep. Stand by main. Activates Upstart. Ja, warte. Set? Yep. Flip? Battle Phase? Yep. Zu E? Ist der Engel? Ja. Warte. Der Specialt. Lichtmonster taucht. Ja, ich guck gerade, ob ich noch eins hab. Gute Lichttargets gibt es wenige hier. Außer halt Magician of Fate, aber du willst das setten. Nee, habe ich anscheinend nicht mehr. Habe ich anscheinend nicht mehr. Nö. Nee. Hab kein Target. Ja, okay. Ist okay. Du bist immer noch dein Zug, ja. Digga. Also, nee, okay. Was ist denn mit deinem Bankkreis? Bleibt der liegen? Ja, ne? Weil der permanent ist, ja. Oder? Ja, weil das Monster noch auf Feld. Es steht hier nicht, dass es weggeht, deshalb. Ja! Okay, ja. Dann, machen wir es mal so. Also, erstmal Flipwalk Crestclown in ATK. So. Ja? Ich weiß gar nicht, der bounce dann den Boy. Den Boy? Ja. Okay. Dann. Du hast ja nur noch 1450, ne? Wenn du jetzt tatsächlich eine Spiegelkraft hast, dann machen wir das so. Change of Heart? Ja, es geht. Jawohl. Geh ich first. Passt schon. Na komm, jetzt aktivier auch mal Deliquent, du. Nee? Das so. Ja. Das war's? Ja. Okay. Dann. Gute Frage, nächste Frage. Was könntest du denn da haben? Da könnte zum Beispiel auch wieder so eine tolle Cyberdose oder sowas liegen. Machen wir das mal erstmal. So, Normal Sum Tomate. Ja. Battleface. So, nochmal. Jo, das haben wir schon gedacht. / Banish 5.
Die in der Tag spiele ich einfach schon mal raus, ne? Weil das ja eh nur relevant ist für die, die du dann nicht sehen sollst. Ja. So. Und dann setzen wir noch den Jungen dahin und den Jungen dahin und dann... Warte, chill mal, muss auch noch setzen. Ach so, Entschuldigung. Ich habe gar nicht gesehen, was du gezogen hast, ehrlich gesagt. Ja, so, jetzt auch so weiter. Es wäre nett, wenn du mir noch sagen würdest, welche zwei Zauber oder Fallen du gezogen hast. MST und Upstart. MST und Upstart, okay. Und die Monster... Zebra, Witch und Magical Head. Okay, ja, dann. To Grave. Yep. Und dann. Ja, der greift aber dein Zebra an und Kopf. Na, ja, das ist natürlich bitter. Grave. Dann kriege ich 400 Lebenspunkte. So. Ja, end of turn. Okay. Draw. Mhm. Upstart. Jo. Schild und Schwert. Ja. Lip. Jo. Sagt er alle offenen? Ja. Ja, genau. Dann normalisch ihn. Mhm. Battle Phase. Ja. Attack. Mhm. Oh, nee, warte. Ich mal so Witch auf ihn. Kommst du 1000 Schaden. Ja, warte, muss noch von Plus aus Minus stellen. Genau. Dann geht. Was hast du nochmal gezogen durch Cyberjar Monster? Crash Clown und den Angel. Okay, dann mache ich noch den Fisch auf ihn. Das ist der Crash Clown. Okay, dann. Oh, ups. Na, Moment. Main Phase 2. Ja. Fischer. Ja, dann geht der Fisch. Set. Mhm. Dann bist du. Okay. Set it. Was ist da gesettet? Was hat's dir gesagt? MST oder so könnte das sein, ne? Oder meine Mirror Force? Na, nee. Meinst du nicht? Nee, hast du nicht. Stimmt, ist mein Bandkreis. Ja. Ha. Was machen wir denn mal da? Lass mich mal kurz überlegen. Weil wenn wir den holen mit dem... Na, pass auf. Machen wir das erstmal ganz entspannt. Ich aktiviere mal Snatch Steal auf den Fisch. Chain, MST. Du Grave. Okay. Das macht einiges einfacher. So, ich bin übrigens immer Main Phase. So. Dann machen wir das so. Dann holen wir uns mal wieder. Jirai Gumo. Den Jirai Gaumo. Genau. Ja. Dann flipp ich mal auf. Ja. Den Engel. Ja. Und normal den White Magic Head. Ja. Dann Battle Phase. Jirai Gumo in deinen Fisch. Ich sage wieder Kopf. Hab heute aber auch ein Pech, ey. So, 2000. Dann greift an der Engel in deine Hexe. Hexe? Jawohl. Was suchst du dir? Guck jetzt eben. Hol ich mir denn... Was hol ich mir? Komm, ich hole mal meinen eigenen Jirai Gumo. Okay. Dann der White und ich würfel. Chill. Graveyard.
machst keinen Schaden. Also kannst du auch nichts abwerfen. Okay. Dann machen wir das so. Dann End of Turn. Draw, okay. Mhm. Dass du nachdenken musst, ist ein gutes Zeichen für mich. Weißt du? Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass du gerade im Kopf durchrechnest, ob du die 2000 geklatscht kriegst. Weiß ich nicht. Warum ist da eine Tomate? Okay. Double Face, Angriff. Ja. 400. Main Face 2 Fischer. Ja. Dann dein Angelschirm geht. Jawohl. Dann Endface. Jawohl. Oh, nice. Ich hab noch 1000, ne? Delinquent Duo. Delinquent Duo, ja. Set. Ja. Jirai Gumo greift in deine Tomate an. Perfekt. Von Jirai Gumo, Würfel. Münzflip, aber ja. Ich sag wie Kopf. Irgendwann muss er kommen. Ey, das ist heute nicht wahr, ne? 300. Perfekt, Tomate. Ja. Perfekt, Tomate. Wo ich bin denn da? Wisst ihr was? Ich mag die Tomaten so sehr. Mhm. Okay. Das finde ich auch okay. Dann sei dran. Mhm. Tomatin Dev, okay. Let's go. Jawohl. Okay. Gute Frage, nächste Frage. Kann ich nicht machen. Dann mache ich das so. Mahavailo. Ja. Mit schwarzen Amulett. Du kommt der 1000 Angriffspunkte, ja. 2550. Mhm. Greift an in dein verdecktes Monster. Perfekt. Jawohl. Ja, auf ein Lichtmonster beschweren. Yep. Okay. Ja. Und was hast du im Grave, was mir gegebenenfalls gefährlich werden könnte? Ist halt die Frage, ob du einen Magician of Fate hast. Und wenn du ihn hast, warum hast du ihn dann nicht jetzt gleich geholt? Weil ein anderes Modus kommt? Ja, ist doch scheißegal. Hätte. Bist du blöd? Da hätte ich dich wenigstens mal ordentlich verbrüllen können. Ja, mal hin hier. Lass mich nachdenken. Nö. Doch. ja, ich glaube, das lasse ich erstmal so. Glaube, das ist okay. Upstart, okay, ja. Lebenspunkte Regain ist auf jeden Fall on fleek. Hey, Moment, der geht da nicht wieder verdeckt. Nee, wollte ich auch Dings. Hab ich gestrickt. So geht das nicht. Endface? Jo. Okay. Dann machen wir folgendes. Ich habe ja jetzt wieder so ein bisschen Puffer. Jirai Gumo Angriff? Normal Summon Crest Clown? Ja. Crest Clown greift an. Warte, Battleface erstmal. Crest Clown greift an in den Engel. Perfekt, Engel? Ja. Yep. Was habe ich noch für Tage? Vielleicht hast du ja Magician of Fate für einen Angriffsmodus. Oh, das ist gut. Ja, Mahavailo greift an in den Engel. In den Magician of Fate, Entschuldigung. 2250, ja. Memphis 2? Ja. Spalt. Ja.
End of Turn. Komm, jetzt gibt eine Karte, die mich jetzt rettet. Ey, was ist das? Komm, das ist absoluter Bullshit, Alter. Guck mal, der mit Defeat hier. Übrigens, meine ganzen Karten, die ich nicht ziehe, ne? Soll das jetzt hier salty sein muss, ne? Du ziehst hier, was weiß ich, Liquid Duo, dein ganzes Pause. Ich finde das nicht zum Lachen, ehrlich zu sein. Guck mal, was ich hier habe. Hier, ich habe hier das hier. Ich habe das. Ja, hast du auch? Okay, ja. Zweimal. Oh, jawohl. Habe hier einen fucking Heavy Storm, den ich nicht sehe. Ich habe hier einen fucking Change of Heart, den ich nicht sehe. Ich habe hier einen fucking Mirror Force, den ich nicht sehe. Ich habe hier einen fucking... Okay, den habe ich zumindest einmal gesehen. Aber nein, ich starte Hauptsache mit einem fucking Cyber Jar. Ey, du hast Cyberdose. Cyberdose. Ja, ist doch scheißegal. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, das Duell hat euch gefallen. Wenn ihr auch schon mal so eine Situation wie Nedim hattet, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge von der Matze Progression Series. Bis denn. Du tust mir so leid.